unterwegs auf einem der richtig großen Seen mit fast 1000 Hektar diesmal. Alex ist dabei, hinter der Kamera aktuell. Jörg wird uns heute Abend noch besuchen. Der fährt gerade erst los und kommt dann dazu. Wir sind wirklich gespannt, was hier geht. Das ist richtige Sommerangelei. Wir haben Wassertemperaturen mittlerweile von über 20 Grad. Ich bin gespannt, wo wir die Fische abholen. Die Fische noch am Schilf sind oder wieder auf den Freiwasserplätzen nach der Laichzeit. Wir bauen jetzt auf, dann werden die Routen gelegt, vorher Plätze gesucht und dann heißt es hoffentlich den ein oder anderen tollen Fisch fangen. Auf geht's! Uiuiui, fast nur auf den Bart gelegt hier. So, Boote sind gepackt. Jörg ist endlich da. Genau. Ja, nachdem ich gestern in den Feierabendverkehr geraten bin, bin ich hier relativ spät abends erst angekommen, gar nicht mehr zum Angeln. Ja, 9 Uhr? Gekommen. Nee, so 10 Uhr war ich ungefähr erst da. Ja. Ich habe dann nur noch kurz meine Liege, mein Brolli aufgebaut, drunter gelegt, ein bisschen geschlafen. Ich war ziemlich geredet von der ganzen Woche. Aber jetzt heute, voller Energie, können wir endlich mal einen neuen Platz beziehen und dann ja, wird da vorwärts. Schon was rocken. Ey. Genau, neuer Platz ist das Stichwort. Wir haben letzte Nacht jetzt hier geangelt, tief in einer Bucht. Theorie war eben, sind die Fische nach dem Laichgeschäft, es ist ziemlich sicher, dass wir mit dem Laichen durch sind. Wir haben 20 Grad Wassertemperatur, vielleicht immer noch in den Arealen. Wir haben die Nacht einen Lauf bekommen, direkt vom Schilf. Den Fisch unglücklicherweise auch noch im Schilf verloren. Das passiert, das ist Schilfangelei. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die Fische mittlerweile aus den ganz flachen Seeteilen rausgezogen sind, haben sich wieder auf die offeneren Wasserflächen verteilt. Und genau da fahren die jetzt hin und hoffen, dass wir diese Nacht mindestens mal ein paar gute Läufe bekommen werden. Ja. Vielleicht mal 1, 2, 3 Fische fangen. Und letztes Boot wird gepackt und dann geht's auf. Vorwärts. Wir können da mal ranfahren und mal uns die Plätze angucken. Die sind auf jeden Fall ganz gute Spots überall. Flache Bereiche, du kannst tiefen Bereiche anangeln. Aufgefahren. Ungefähr 50 Meter, ist gar nicht so wahnsinnig weit. Hier haben wir eine Wassertiefe von 2,5 Meter. Und das Spannende an dieser Stelle ist hier, dass wir harten Boden haben und hier wachsen besondere Wasserpflanzen, nämlich genau diese. Ich weiß gar nicht so richtig, wie sie heißt, aber das Spannende hier dran ist eben, man sieht es ja schon, die ist eben nicht so dicht wie andere Wasserpflanzen, wie zum Beispiel Fadenalgen oder so dicht wie Elodea, die Wasserpest. Die wachsen von oben hoch. Und ja, haben dann ihre Blätter, die so auf der Wasseroberfläche schwimmen. Und zwischen diesen Wasserpflanzen unten, da schwimmen halt die Karpfen ganz gerne durch. Warum machen die das? Weil hier natürliche Nahrung ist. Zum Beispiel sind auf diesen Wasserpflanzen Schnecken drauf. Das Spannende ist, dass ich hier meinen Köder aber sehr, sehr gut präsentieren kann, weil die Stiele eben von unten nach oben wachsen, wie so eine Seerose. Und die Pflanze dann im oberen Bereich erst ihre Blätter entfaltet. Das heißt, ich habe unten nur einzelne Stiele stehen. Ich muss natürlich überprüfen, ob ich unten noch Fadenalgen habe. Das habe ich jetzt aber auf dem harten Lehmboden hier nicht.
Und da kann ich wirklich durch diese Wasserpflanzen meinen Köder einfach durchlassen und unten genau reinlegen. Außerdem ist es so, dass die oft in Polstern wachsen. Es gibt da mal so ein Treibengrad hier drüber weg, über einen so ein Polster, was so 2-3 Meter im Durchmesser ist. Dann steht dann links daneben mal eins, rechts daneben und dazwischen sind immer so kleine Kanäle. Und das sind genau die Stellen, die ich mir suche. Und hier lege ich meinen Köder genau in diese Wasserpflanze rein und hoffe natürlich, dass ich dann auch einen Biss bekomme. So, jetzt geht's los, lege ich die Rute ab. Ja, Herr Illner, was ist denn jetzt passiert? Tja, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Ey. Jetzt ist die Batterie leer, ey. Aber alles gut gegangen. Sind eher am Platz. Nur mal durch Schilf hier durchkämpfen eben. Gott sei Dank keine Route in der Hand auf der Rückfahrt. Dann wäre da Katastrophe. Herrliches Wetter haben wir heute. Die Sonne scheint. Ungefähr 20, 22 Grad. Ist aber nicht ganz so warm, aber Wind dabei haben ordentlich. Ja, so kann man es auch aushalten. Unten liegen. Los, 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 Alex, komm! Jetzt ruf! Jetzt vorwärts! Tschüss! Boah, krasse Sache, Leute, ey. Direkt vorne die Ufer, die Route am Ufer. Ich sitze ein bisschen abseits von den Jungs. Abseits heißt 30 Meter. Da musste kurz einen Sprint hinlegen, deswegen gerade ein bisschen außer Atem. Ja. Ich glaube, ich brauche nicht mal ein Boot. Das war auch eine Route, die ich werfen konnte. Ist auch mal ganz angenehm, ne? Wenn man nicht immer alles mit dem Boot fahren muss, nur. Und, hab aber ein bisschen Kraut. Da geht er jetzt auch ein bisschen rein. Ah, vielleicht muss ich mir doch mal ein Boot schnappen kurz. Den mal aus dem Kraut lösen. Mal das Boot mal fit machen. Ja, Jörg, holst du einmal das Boot rum, bitte? Ja. Mega geil, ey. Ja. Leute, guckt euch an, was wir gleich im Gepäck haben. Ey. Ich könnte abschnallen vor Freude. Ja. Auch wenn ich nicht selber gefangen habe, aber. Teamarbeit. Ich wollte gerade sagen, man freut sich halt auch für seine Freunde und Teampartner. Ja, Bommel, du freust dich auch, ich weiß. So Leute, Platzwechsel vollzogen. Diesmal voll massiv ins tiefe Wasser rein. Und oh, wir haben einen. Die Nacht hat gerade begonnen. Richtig coolen Fisch. Ein riesengroßer Fisch, aber ein Fisch mit wirklich einer mega coolen Schuppenmuster, das finde ich immer geil. Ne? Müssen ja gar nicht immer die großen sein, aber wenn man so eine Ausnahmefische fängt, so eine Unikate, ist das schon cool. Ja, alter Recke. An den großen Gewässern bietet mir eine absolute Faszination. Ich finde es immer wieder spannend, was man hier für Möglichkeiten hat, wie man hier fischen kann. Es gibt so viele unterschiedliche Perspektiven an diesen Riesengewässern. Ich kann klassische Schilfangelei betreiben, wirklich ganz straight nur spotten, also dort die Fische abholen, wo sie sich aufhalten. Ich kann an den großen Gewässern genauso gut, aber auch auf offenen Seeteilen angeln, auf großen Futterplätzen, versuchen die Fische auf den Futterplatz zu bekommen und halt mehr als nur einen Fisch mal hier und dort abzugreifen und dann die Fische wirklich an den Futterplatz mit gutem Futter zu binden und mehrere Fische zu fangen. Ich finde das Angeln an den großen Gewässern einfach deswegen so spannend, weil man hier ja teilweise mit ja, der Natur ein bisschen auch einen kleinen Kampf sich liefert. Wir haben manchmal extrem lange Regenperioden gehabt, wo alles klatschnass ist. Da macht das Angeln auf keinen Fall mehr riesengroßen Spaß in dieser Situation, aber am Ende von so einer Tour hat man einfach eine ganze Menge erlebt. Was manchmal noch schlimmer ist als ja, kalte Temperaturen oder viel Regen, kann auch Hitze sein. Ich habe an großen Gewässern geangelt mit ja, extrem heißen Phasen von mehr als 40 Grad und das Ganze über viele Tage hinweg. Und auch da hat man dann immer wieder ja, diese Natur, die auf einen so einprasselt. Natur ist übrigens ein gutes Beispiel. Was ich auch mag, ist halt diese
diese Natur an diesen Riesenseen. Wir haben hier extrem viele Tiere, Vögel, Wildschweine, teilweise auch Rehe und manchmal sogar ich habe auch schon Hirsche gesehen an den Gewässern. Hey, Bommel. Und das ist für mich einfach, das gehört für mich zum Angeln dazu. Ich bin kein Typ, der sich an Stadtseen, an Parkseen setzt oder Kanäle beangelt, die klassische Industriekultur. Ich brauche wirklich dieses Naturerlebnis und ich brauche diese großen Gewässer. Was mich auch an den großen Gewässern immer wieder fasziniert, was ich total spannend finde, ist so dieser Abenteuercharakter. Wir sind dann oft unterwegs mit Booten, mit gepackten Booten, fahren von Platz zu Platz, sind mal hier eine Nacht, sind vielleicht auf einer anderen Stelle auch mal wieder zwei Nächte, haben keine ausgetretenen Pfade wie an vielen anderen kleineren Gewässern. Und da sind wirklich manchmal, ich nenne das immer klassische Buschangelei. Und das finde ich schon total spannend an diesen riesengroßen Seen mit 500 Hektar, teilweise bis über 1000 Hektar, auf denen ich wirklich regelmäßig unterwegs bin. Und ich mittlerweile auch so aus angelischer Perspektive so ein Stück weit mein Zuhause nennen würde. Das gibt mir schon extrem viel. Guck mal Leute, der kam heute Morgen im Freiwasser. Ja, das zeigt uns, dass die Fische jetzt nicht mehr in ihren Laichgründen sind, sprich in den Schilfkanten, sondern im freien Wasser. Und ja, das heißt, dass wir die Freiwasserplätze jetzt weiter beangeln werden. Toller Fisch, der darf wieder zurück. Halt cool, die Natur einzufangen und ja, halt die ganzen Emotionen, das Auf und Ab auf so einer Tour. Mal läuft's richtig gut und dann ist irgendwas, du verlierst einen Fisch oder das Wetter schwingt um oder so. Und ja, dann wird's halt echt auch mal hektisch. Zum Beispiel gestern Abend hatten wir einen Fisch, der ist im völligen Dunkeln gekommen. Und ja, da muss man auch mal schnell sein, irgendwie die Kamera schnell greifen, alles irgendwie fertig haben und dann technisch. Es ist wirklich schwer, dann technisch gute Bilder zu liefern und das ist für mich die Herausforderung. Das ist echt, das reizt mich daran und das finde ich cool. Das macht mir richtig Spaß. Jetzt kommt die Hegefront. Dann geht's Abba. Das Wetter hat natürlich einen extrem großen Einfluss an diesen wirklich riesen Seen. Ich achte auf mehrere Faktoren. Das ist zum einen der Luftdruck, das ist zum anderen aber auch ein bisschen die Mondphase, wobei ich diese beiden Faktoren nicht ganz so wichtig finde. Was für mich aber wirklich ganz wichtig sind zwei Faktoren, einmal Wassertemperatur und einmal Windrichtung. Die Wassertemperatur liegt auf unserer Tour aktuell bei 20 Grad, was bedeutet, die Laichzeit ist durch, die Fische sind auf den offenen Flächen. Genau so haben wir unsere Strategie ausgerichtet. Der Wind war in den letzten Tagen extrem zirkulativ. Einmal aus Nordwest, dann wieder aus nördlichen Richtungen und teilweise sogar aus Nordostrichtungen. Wenn wir die Plätze wechseln, dann achten wir darauf, dass der Wind im Idealfall mit auf unserem Platz steht. Wind bedeutet an diesen großen Seen immer eine Volldurchmischung. Wir haben hier Wassertiefen von 6 bis 8 Meter. Das bedeutet, auch im tiefen Bereich wird das Wasser durchmischt und wir haben Sauerstoff im Wasser. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass die Fische überhaupt in die tiefen Bereiche runtergehen. Im Sommer sieht es anders aus. Wenn wir Flaute haben, Windstille und haben keine Zirkulation in den Gewässern, dann haben wir im unteren Bereich auf 8 Meter, auf 10 Meter eben auch
weniger Sauerstoff. Ich will nicht sagen, gar kein Sauerstoff, aber weniger Sauerstoff. Die Pflanzen hingegen, die produzieren dann in den flachen Bereichen richtig viel Sauerstoff am Tag. Und das kriegen natürlich auch die Fische mit und die gehen dann eher wieder in die flachen Bereiche. Aktuell, man sieht es im Hintergrund, wir haben Regenwetter, wir haben Wolken, wir haben viel Wind und jetzt ist eine richtig gute Zeit, tief zu angeln. Der Wetterwechsel mit viel Wind und Regen, den wir bis gerade hatten, hat uns auf jeden Fall viel Sauerstoff im Wasser beschert und da hatten wir jetzt wirklich noch das Glück, diesen wunderschönen 15 Kilo Schuppmann verhaften zu können. Ja, mein Setup beginnt in erster Linie mit kurzen 3 Meter Routen, 10 Fuß Routen, die ich wunderbar auf dem Boot einsetzen kann, die sind äußerst praktisch und die ich dann natürlich auch ja, einfach klasse handeln kann. Auch wenn ich zum Beispiel stalken gehe, finde ich diese Routen einfach absolut praktisch im Vergleich zu 12-Fuß-Routen. Des Weiteren habe ich Big Pit Rollen drauf, weil ich Schnurspulen brauche mit äußerst hohem Schnurfassungsvermögen. Da habe ich in aller Regel, je nachdem auf welchen Distanzen ich fische, entweder einen Braid drauf oder halt eine Mono. Und des Weiteren angle ich oft mit Safety-Clip-Montagen, weil ich relativ häufig in oder vor Krautfeldern angle, weil ich relativ häufig vorm Schilf angle. Und da ist es äußerst wichtig, dass das Blei natürlich dann relativ schnell ausklinken kann. Bleigrößen oder Gewichte variieren bei mir immer je nach Angeldistanz und je nach Bodenbeschaffenheit. Da ist alles dazwischen von 140 Gramm bis 320 Gramm, je nachdem. Ja, beim Karpfenangeln gibt es auch immer wieder schöne Beifänge, aber es könnte ein schlimmer treffen, oder? Bommel, Tour ist zu Ende, ne? Guck mal, da musst du dich verabschieden. Bommel hat kein Interesse, sich zu verabschieden. Ja. Aber ich denke, wir wollen nochmal die Gunst der Stunde nutzen und uns bei euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Genau, wenn ihr Lust habt, auch gerne mal ein paar Kommentare unten rein. War auf jeden Fall wieder ein geiler Trip. Ja, uns genau. Hat Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Wir düsen jetzt nach Hause. War eine coole Tour. Jungs, reingehauen. Ja, go. Genau. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.